Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Radsportfreunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Radsport Manager 2017. Wir sind auf der Tour de Normandie, Etappe 3 von 7 und ja, müssen hier mal ein bisschen weiter radeln. Also gehen wir mal rein, hier hinten der Hügel, der sieht eigentlich ganz gut aus für uns. Vielleicht können wir da was reißen. Wäre auch nicht schlecht, wenn man irgendwie... Ja, ich weiß nicht, Bergtrikot? Nee. Eigentlich weniger, oder? Ist nicht so unseres. Wir wollen ja irgendwie Gesamtwertung was erreichen. Zumindest war das die Anforderung von dem Team. Und eventuell sollten wir da vielleicht mal gucken, dass wir irgendwie die Sprinter ausmanövrieren und unsere 5 Sekunden irgendwo einfahren. Ist nicht so ohne auf der Tour das gelbe Trikot zu kriegen, ohne Sprinter zu sein. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich glaube nicht, dass wir es überhaupt schaffen. So, wann ist es denn soweit? Wie lange lädt er denn? Es sind auch nur 82 Kilometer, komischerweise. Sprinter haben hier gute Karten. Müssen wir mal gucken. So, hier wird gezeigt, wer vorne steht. Allerdings haben wir mehr Mauer gesehen wie sonst was. Und dann geht's los. Wir sollen unter die Top 10 kommen. Starten mal wieder ganz hinten, wie immer. Und vorne gehen vermutlich gleich Ausreißversuche. Und wir sind nicht dabei, weil wir sind gleich wieder ganz hinten. Ach Mensch, Spiel... Du nervst. Was das angeht, nervt es mich echt so ein bisschen. Aber ich glaube, es ist gerade gescheitert hier, der Ausreißversuch. Na, nicht so ganz. Ist egal, wir machen dann eh nicht mit. Wir wollten die alle nur mal erschrecken. Und ja, jetzt radeln wir ganz normal hier unser Ding runter. Halten die Position ziemlich weit vorne. Interessante Ruckler. Keine Ahnung, wo die jetzt wieder herkommen. OBS hatte ich eben zweimal gestartet. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch Spiel zweimal gestartet. Ich weiß es ja nicht. So, es kommt hier eine Bergwertung. Die war aber, glaube ich, eh schon durch. Dann kommt eine Sprintwertung. Die ist auch schon durch mit den 6 Leuten da vorne. Ja, es ist halt so eine Sache, ne? Muss ich ganz deutlich mal sagen. Von uns werden manchmal Dinge verlangt hier von dem Spiel, die nicht so ganz aufgehen. Aber wir versuchen unser Bestes. Gut, ich würde sagen, damit wir unser Ziel erreichen können, machen wir hier mal Pause, weil wir sind jetzt 35 Kilometer vom Ziel weg. Und... Die Ausreißer, die haben 2 Minuten Vorsprung. Ich sagte ja, ist eine kurze Etappe. Wir sollten mal zusehen. Dass wir irgendwie irgendwas aufbauen. Was uns es ermöglicht, die Ausreißer A einzufangen. Und B uns in die Lage bringt, dass wir unsere Angriffe überhaupt fahren können. So. Jetzt kommen wir vor, Jungs. Team. Wo bleibt denn schon wieder unser Team? Das ist aber auch immer wieder... So, Trichy soll sich mal an mich hängen und soll, glaube ich, mal was zu trinken mitbringen. So, Hen fährt mit mir ziemlich weit vorne. Das Dumme ist, dass ich da vorne auch kräftig reintrete, um an Hen dran zu bleiben. Wo ist denn der Rest der Truppe?
Es dauert immer alles so lange in dem Spiel. So, und dann haben wir Hen durch. Und dann kann Hen sich mal ranhängen. Und dann soll der hier mal ein bisschen Gas geben, weil wir müssen die unbedingt einfangen. Wir verheizen jetzt mal das komplette Team dafür, dass wir es irgendwie schaffen, dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Wir machen jetzt mal Chris Froome-Style. So nach dem Motto, liebes Teamarbeit für uns. Ja, eigentlich müsst ihr das gelbe Trikot die Führungsarbeit machen und nicht wir. Wir müssten uns eigentlich gechillt hinten hinsetzen und müssten sagen, lass die mal. Aber das wäre, naja, wie soll ich sagen? Also ich weiß nicht, wie das wäre. Aber es wäre halt anders. So, der hier soll mal mit 90 führen. Und der soll sich mal hinten ranhängen. Also eigentlich ist das jetzt ein bisschen unlustig. Wir müssen eigentlich die alle vor unseren Nick freibringen. Dass wir das hier schön hinkriegen. So, der holt hoffentlich auch noch ein bisschen auf. Und da kommt der Hügel schon, das ist nicht gut. Ich will da nämlich eigentlich nicht als Team drüber. Eieieiei, das geht gar nicht auf, was ich hier mache. So, der hier muss mal richtig kämpfen. Der packt sich hier dazwischen und wir machen mal eine ganz krasse Nummer. Also noch nicht. War zu früh. So, wir lassen jetzt mal einfach laufen hier. Der Hubert gibt Vollgas. So, jetzt geben wir Vollgas. Der nimmt raus. Wir schießen außen vorbei, schmeißen das Energiegel. Die anderen blockieren mal geschickt. Wie schaut's? Wir sind 5 Kilometer vom Ziel weg. Da ist einer gestürzt vor uns, heißt wir machen ein paar Plätzchen gut. Dann sind wir hier unterwegs, wo ich alles gebe, um denen wegzufahren da hinten. Wir sind schon auf Sprint, ehrlich jetzt. Wir geben alles. Pump. Pump. Jede Sekunde zählt. Und wir sind Sechster. So, das war mal das Ziel. Leider sind die Ausreißer durchgekommen. Das war so nicht gewollt. Gucken wir uns die Siegerehrung an, ob es geklappt hat, ob wir das Gelbe übernommen haben. Also, gewonnen hat das Ganze... Eieieiei, das sieht gar nicht gut aus. Wir haben viel zu viel Zeit verloren. Ja. Wir sind jetzt 1 Minute 13 zurück. Warum haben die sich nicht angestrengt, den Typen einzufangen? Das Feld hat nichts getan. Die komplette Arbeit kam von mir und natürlich viel zu spät, weil ich gedacht habe, wir hätten viel mehr Zeit. Ach, das ist doch ein Mist jetzt. 1 Minute 13 hat uns der Spaß gekostet. Ich wollte das Trikot übernehmen eigentlich. Na, egal. Wir sollen, glaube ich, irgendwie unter die Top 10 kommen. Wir sind Sechster. Das ist schon mal ganz gut. Was macht die nächste Etappe für uns möglich? Die fahren natürlich auch noch. Gerade mal 10 Minuten rum. War ja eine kurze Etappe. Gerade mal da die 80 Dings. Oh, das ist sehr schön. 70 Kilometer. Was ist das hier für eine Tour? Ich glaube, wir gehen mal in die Ausreisergruppe. Falls die wieder durchkommen, machen wir hier Rambazamba, würde ich mal sagen. Das Ding fahre ich ja komplett allein durch. 70 Kilometer ist ja nichts.
Mal gucken, was wir hier hinkriegen. Es sind angeblich wieder die Sprinter, die gewinnen, aber ich glaube das nicht, dass das die Sprinter sind, die gewinnen. So, wo sind wir denn zu Hause? Ja. Ist okay. Ich will vor. Warum lungert er schon wieder da hinten rum? Ach, das kotzt mich an, dass ich immer da hinten starten muss. Die Ausreißer sind schon wieder weg und ich komme jetzt erst vorne an und werde noch von eigenen Leuten geblockt hier. Meine Fresse. So. Go. Attacke. Ich wollte mich eigentlich an den ranhängen, ja? Geht jetzt aber nicht. Jetzt fahren wir da so hinterher. Es ist ein Drama. Ja, ich weiß, du willst, dass wir hier zusammenarbeiten. Machen wir auch. Ich kann nur nicht mehr. Ist mal total für einen Eimer hier. Ja, und hinten haben sich auf die Fresse gelegt. Das ist unglaublich. Anstatt mir zu helfen, liebes Team, legt ihr euch auf die Nase. Ich wollte das gar nicht. Ich bin kurz vor Tod, ne? Ich sollte mal ein bisschen langsamer machen. Wir sind nur noch zu dritt hier vorne. Der Rest ist ausgestiegen. Und die wollen irgendwie stärker führen, weil wir gejagt werden, wie bekloppt. Alter, was ist hier denn los? Jetzt mal ohne Scheiß, was ist denn auf dieser Etappe schon wieder los? Jetzt jagt's fällt die Ausreißer, jetzt bin ich mal dabei. Und da sind sie, die ganzen Trikots. Ja, ich sehe es auch nicht mehr ein. Komm, soll's Trikot, sollen die Tempo machen. Da sind wir wieder alle zusammen. Super. Ich hole mir schon wieder 10 Punkte. Oder insgesamt habe ich jetzt 10 Punkte. Einfach nur, weil ich vorgefahren bin. Das wollte ja keiner. Da habe ich gedacht, nehme ich das mal mit. Genauso machen wir es jetzt auch gleich bei der Sprintwertung. Will keiner. Wieso sind die denn? Wir haben da einen ewig langen Sprint hingelegt. Das Feld ist schon wieder da. Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Wir haben voll den langen Auf- und Davon-Ritt gemacht, gerade eben, um den Sprint zu gewinnen. Und schwupps, war das Feld wieder da. Jetzt haben wir einen Hen bei uns, der uns schützen soll, aber hinter uns rumfährt. Außerdem erholen wir uns irgendwie überhaupt nicht mehr. Weil ich viel zu viel von meinem Vorderfahrer hier verlange. Aber der Hen steht uns mehr im Weg, als dass er uns hilft. Ja? Wenn er uns wenigstens wirklich schützen würde und in die Position fahren würde, wo wir denn hinwollen, wäre es ja cool. Aber irgendwie fahren wir da am Arsch der Welt rum. Der Hen gibt alles, um uns zu beschützen, um vor uns zu bleiben. Und es regnet. So, letzte Welle. 10 Kilometer. Ich habe keine Energie mehr. Freunde, ich habe keine Energie mehr. Hen übrigens auch nicht. Und jetzt kommen die Attacken hier, oder wie? Alter, das gibt's doch nicht. Warum verausgabt er sich denn so? Er soll doch einfach nur mit dem Feld mitfahren. Houston, it's a drama. Ey, wirklich, ohne Scheiß. Jetzt kann er nicht mehr sprinten. Und wenn wir jetzt Zeit verlieren, bin ich sauer. Ja, alles, was ich mir hier vorgenommen habe, hat überhaupt nicht funktioniert. Keine Ahnung, warum.
Ich dachte eigentlich, wenn wir da zum Sprint ansetzen und danach kommt ein Hügel und wir lange sprinten, sind wir weg vom Feld. Und wenn wir weg sind vom Feld, hätten wir Vorsprung und könnten als Ausreißer vorne wegfahren. Aber, nö. Können wir nicht. So, wir sind zeitgleich reingekommen. Macht für die Gesamtwertung immer noch Platz 6 mit 1,11 Rückstand. Die Tour wird erstes Wertungstrikot getragen. Ach, Bergtrikot oder was? Erster der vorübergehenden Bergwertung. Das war mehr Unfall als gewollt. Ja, ich würde sagen, fahren wir noch eine Etappe. Diese Tour, die ist strange. Also mit dem Sprinter war das relativ einfach zu fahren. Ich habe mir einen privaten Sprinter erstellt. Da war das relativ einfach, hier das gelbe Trikot zu holen. Hier ist es nicht ganz so einfach, weil ich blick's nicht. Wenn ich ausreiß, jagen sie mich. Wenn ich es von vorne fahren will, fahren mir andere weg. Also ich verstehe immer noch nicht, warum das gelbe Trikot die Ausreißer hat fahren lassen, die dann über eine Minute Vorsprung auf uns geholt haben. Es ergibt gar keinen Sinn, dass die sich da nicht gegen wehren. Tja, und dann sind wir schon wieder in der dritten Etappe für den heutigen Tag. Die soll angeblich mal ein bisschen länger sein. Da sind wir mal gespannt. Jetzt stehe ich aber auf jeden Fall vorne, weil jetzt haben wir ja das Bergtrikot. Da stellt man uns dann weiter nach vorne, was ich auch gut finde. So, wir zählen auf dich, Gesamtwertung angeht. Oder die Top 10 kommen. Ja, super. Läuft ja. Ich versuche mal hier den ersten Hügel hoch ein bisschen Tempo zu machen, in der Hoffnung, dass ich mich irgendwie mit ein, zwei Leuten absetzen kann. Mein Helfer hingegen, ja, keine Ahnung, was der macht. Das ist auch geil. Keine Ahnung, was der macht. So, wir müssen uns mal ein bisschen erholen. Wir fahren hier mal mit 60 Einsatz. Das Feld hat heute scheinbar keine Probleme damit. Die anderen zwei wollen natürlich wieder nichts machen. Wie immer. Und dann ist gleich das Hauptfeld wieder da. Da haben wir es wieder. Bom. Und jetzt Pause, Pause. Na, jetzt gehen Angriffe. Ruhig bleiben. Sowas passiert. Das kommt vor. Warum es in dem Spiel meistens mir passiert, muss ich nicht verstehen, aber es passiert. So, dann gucken wir mal, ob wir noch Ausreise einholen. Nö, dafür holen sie uns ein. Ja, komm. Vergesst's einfach. Ich hab keinen Bock. Dann fahrt euren Scheiß da einfach runter. Und seht zu, wie andere Ausreißer euch wieder das gelbe Trikot wegklauen, weil ihr zu dumm seid, um zu reagieren. Jetzt unser eigener Mann auch noch in der Ausreißergruppe. Super. Gott, ich bin so leid. Jetzt lassen sie die fahren. Wenn ich einen Versuch mache anzugreifen, sofort gestellt. Ich habe über eine Minute Rückstand. Und die lassen mich noch nicht mal 30 Sekunden aufholen. Ruckelt mal wieder nice. Keine Ahnung, was meine Festplatte im Hintergrund macht, aber angeblich liegt es ja da dran, nicht am Spiel. Aber immer wenn ich das spiele, ruckelt Spiel. Wegen meiner Festplatte im Hintergrund. Die irgendwie was anderes macht, was sie nicht tun soll. Ich sag mal, wie kann man die Ausreise in 4 Minuten 20 wegfahren lassen? Will da nicht mal irgendeiner, der ein Trikot verteidigt, Gas geben? Also ich könnte, selbst wenn ich wollte, nicht aufs Bergtrikot fahren heute. Weil die lassen mich einfach nicht fahren, ja? Die wehren mich ab. Ja, es sind 10 Leute vorne. Sie sind 4 Minuten weg.
Ich habe null Chance, da reinzukommen und irgendwas mit dem Bergtrikot zu reißen. Ach, ich bin einfach... Ich weiß auch nicht. Als Sprinter bin ich angepisst wegen dieser zukünftigen Geschichte. Ich weiß nicht, ob... Kennt ihr ja, ne? Hier, wenn ich den da jetzt steuern würde... Angenommen, ich würde den steuern... Und würde dem sagen, er soll ich an mich ranhängen. Jetzt kann ich ja sowas Zukünftiges hier, einen zukünftigen Befehl eingeben. Der killt mich regelmäßig. Ja, mehr sage ich dazu nicht, als wie der killt mich regelmäßig. Du bist am weitesten hinten, dann holst du mal was zu trinken. Ach, jetzt war der Hen auch hinten automatisch und hat was zu trinken geholt. Ja, kommt im besten Familien vor, dass man zwei Leute schickt. So, es passiert mal was. Das Hauptfeld macht Tempo. Und versucht, die Ausreißer wieder zu kriegen. Schön, leider erst nach meinen ganzen Bergwertungen. Ist ja aber eh nicht unser Ziel. Wollten wir nur als Bonus mitnehmen. Übrigens, wir sind immer noch führend in der Bergwertung. Komischerweise. Ich mache in dem Feld nichts mehr. Wirklich, die können mir einen Buckel runterrutschen. Sobald ich irgendwas mache, stellt jeder die Arbeit ein und ich bin der Idiot, der es macht. Nee, kein Bock mehr drauf. Soll mal hier das gelbe Trikot was dafür tun, dass er das gelbe Trikot hat. Und jetzt geben die alle hier richtig mächtig Gas. Und trotzdem sind die noch 3 Minuten vorne. Und wollen sich irgendwie auch nicht wirklich einholen lassen, hat man so einen Eindruck. Sind die nicht mal fertig? Irgendwie? K.O.? Müde? Die nächste Bergwertung wäre ein interessanter Punkt, um anzugreifen. Das Problem ist, danach geht es noch 30 Kilometer geradeaus. Also sparen wir unsere Energie. Also wenn sie das gelbe Trikot schafft, die Ausreißer... Oh, Kopfsteinpflaster. Wenn sie das gelbe Trikot schafft, die Ausreißer einzufangen. Und dann bleiben wir auf unserer Position in der Gesamtwertung normalerweise. Oh, super. So, da kommt unser Teamkollege zurück. Aber jetzt haben wir keinen Teamkollegen mehr vorne. Der ist komplett im Eimer. Aber die anderen, die geben immer noch mächtig Gas. Kriegen die noch? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es irgendwie. Ja, doch, sie kriegen sie noch. So, letzte 13 Kilometer. Haben wir irgendeinen guten Ebenenfahrer? So einen wie den hier. Den wir mal mit 99 führen, nach vorne schicken können. Und an dem wir uns ranhängen, wenn er bei mir vorbeikommt. Sag mal, wo fahren dann unsere Leute rum? Dass da keiner da ist, da vorne, der Energie hat und mir helfen kann. Ach, da kommt er. Bis der da vorne ist und angekommen ist, ist er tot. Wir haben übrigens nichts mehr zu trinken, aber es sind nur noch 5 Kilometer zu fahren. So, ich werfe mal das Energiegel ein.
hänge mich an den ran, der hoffentlich so weitermacht, wie er es gerade macht. Und ich hoffe, wir werden jetzt nicht so eingeklemmt, dass wir nicht ans Hinterrad kommen. Und ich hoffe, der lässt sich nicht so einklemmen, dass er nicht vorankommt. Jetzt mach hin. Ach Gott, so krei. So, wir könnten rein theoretisch sprinten. Wie gut sind seine Sprintwerte? Lass den mal sprinten. Also so würde ich es jetzt mit einem Sprinter machen. Ich bin übrigens eingeklemmt hiermit. So, und jetzt gehe ich hier mit meiner kompletten Energie, die ich noch habe, versuche ich noch es. Was die da eine Lücke reinreißen. Also, wenn das mal nicht irgendwie Zeit kostet. Ja, und ich bin halt überhaupt kein Sprinter. Wir werden irgendwie Neunter. Ja, Zeitbeschleunigung. Super, komme ich als Neunter rein und es hilft nichts, vermutlich. Wir gucken mal die Ergebnisse an. Ich bin ein bisschen abgeturnt, weil ich keine Ahnung habe, wie ich es hier schaffen soll, weiter nach vorne zu kommen. Wir sind immer noch Sechster der Gesamtwertung. Also alles noch gut. Bergwertung immer noch Erster. Das wird doch langsam. Ja, ich bin trotzdem, ich bin leicht gefrustet hier von der Tour. Weil es eine Sprintertour ist und dann von uns zu erwarten, wir sollen Top 10 werden, ist irgendwie. Wir sind Bergfahrer, Zeitfahrer. Gibt's hier alles nicht hier. Gut, ich gucke gerade auf die Uhr. An der Stelle mache ich mal Ende. Sag danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich gerade irgendwie so ein bisschen demotiviert wirke. Aber die Tour, die geht halt gar nicht. Ja, für einen, der Etappenfahrer ist. Das ist eine Sprintertour. Na, ist egal. Bevor ich wieder hier ins Flennen komme, bin ich raus. Sag danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.